Das ist das Lied vom Spulwurm. Ich bin ein kleiner Spulwurm, ich bin ein häufiger Parasit des Menschen. Meine Frau ist sehr eifrig, sie kann täglich 200.000 Eier legen und das ist nicht so hygienisch. Ist egal. Und die Eier gehen mit dem Stuhl ab und im Freien entwickeln sie infektiöse Stadien. Wenn sie mit der Nahrung aufgenommen werden, schlüpfen unsere Babylarven im Dünndarm, 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 Dünndarm und wandern dann. Sie wandern dann in den Darmvenen, über den Blutstrom zunächst zur Leber, zur Leber, zur Leber, zur Leber, Pupeber und werden dann zur Lunge getragen, zur Lunge, zur Lunge, wo sie die Lungenalveolen durchbrechen und wandern die Bronchien, Bronchien hoch. Und werden dann hinuntergeschluckt. Im Dünndarm entwickeln sie sich dann zu adulten Tieren, wo wir, die Spulwürmer, 1 bis 2 Jahre im Darm verbringen können. Die Würmer haben die Eigenschaft zu wandern. Zu wandern, zu wandern, zu wandern, zu wandern, wandern, wandern. Aber nur aufwärts, nur aufwärts, nur aufwärts, nur aufwärts, nur aufwärts, nur aufwärts, nur aufwärts und können den Gallengang und Pankreas verstopfen. Wie ein Pfropfen oder ein Korken. Wir sind die lustigen Spulwürmer, lustigen Spulwürmer.